Marineuhren, Deckwatches. Das hat mich alles in der Vergangenheit nicht wirklich begeistert, aber diese Uhr, die Laco Cuxhaven, ist eine Uhr, die ich richtig schick finde, die mir unglaublich viel Spaß macht und das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Die Laco Cuxhaven ist eine Uhr, die im Prinzip zwei verschiedene Stilrichtungen kombiniert. Zum einen mal die klassische Taschenuhr und die Uhren, die auf dem U-Boot U1, also nicht die U1 von Sinn, sondern dem U-Boot U1 als Besatzungsuhren verwendet wurden. Beide Stilrichtungen fließen in die Laco Cuxhaven ein und ergeben eine, wie ich finde, sehr klassische, aber auch sehr, sehr alltagstaugliche Uhr. Was man oft bei klassischen Uhren und Deckwatches, maritimen Uhren nicht hat, aber ich gehe im Detail darauf ein. Das fand ich sehr schön und das macht die Uhr für mich besonders interessant und ich freue mich darauf, sie euch heute zeigen zu können. Die Laco Cuxhaven ist eine sehr schöne und sehr klassische Uhr, die an meinem Arm mit einem 17 cm Handgelenk wirklich noch ganz gut aussieht, auch wenn ich persönlich, wie so oft, ein oder zwei Millimeter weniger bevorzugt hätte. Die Uhr hat einen Gehäusedurchmesser von 42,5 mm und eine Bandanstoßbreite von 22 mm. Der Abstand Horn zu Horn beträgt 49,8 mm und die Gesamthöhe der Uhr beträgt 10,7 mm. Das Glas auf der Vorderseite besteht aus einem flachen und entspiegelten Saphirglas und auf der Rückseite haben wir ebenfalls ein Saphirglas, welches den Blick auf das schön dekorierte Handaufzugswerk freigibt. Bei dem Werk handelt es sich um ein Laco 98. Die Basis hierfür bildet ein ETA 6498-1 in der Elaboré-Version. Die Uhr besitzt eine Wasserdichtigkeit von 10 Bar oder 100 Metern, was ich als sehr, sehr angenehm empfinde. Die Zeiger sowie die Indizes und Stundenmarkierungen sind mit Super Luminova C3 belegt, welches ich euch auch im Nightshot im Laufe des Videos noch zeigen werde. Die Zeiger, auch wenn man es nicht so deutlich sieht, weil es relativ kleine Rahmen sind, sind temperaturgebläute Zeiger, die sehr gut zu der Uhr passen. Da diese Uhr im Prinzip eine Kombination eines klassischen Fliegeruhrendesigns ist und des Designs, das U-Boot-Besatzungen an ihren Besatzungsuhren hatten, sind hier einige Elemente, die sich an diesen Uhren finden, wie zum Beispiel die kleine Sekunde auf 6 Uhr, die Form der Hände, die gute Ablesbarkeit sowie die Minuterie als Eisenbahnminuterie. Ihr könnt es sehen, die Minutenanzeigen ähneln so ein kleines bisschen einem Schienenstrang. Das Gehäuse ist abwechselnd mattiert und poliert, was dieser Uhr ein wirklich interessantes Aussehen verleiht. Die Laco Cuxhaven, die wie auch ihre Schwester mit dem dunklen Ziffernblatt, die Bremerhaven, nach maritimen Städten in Deutschland benannt sind, ist eine sehr schöne Uhr mit einem hellen Ziffernblatt. Es ist nicht wirklich Emaille, aber es ist emailleartig. Die Verarbeitung ist erwartungsgemäß sehr gut und sehr sauber.
das Muster auf der Lünette toll gemacht. Der polierte Lünettenring und auch das Ziffernblatt sehr schön und sehr sauber gearbeitet. Mir gefällt die Uhr wirklich sehr, sehr gut. Die Krone ist ausreichend groß und griffig, passt sich aber wunderschön in den Stil der Uhr ein. Sie dominiert die Uhr nicht und ist trotzdem ausreichend gut bedienbar. Das Werk, ein Handaufzugswerk, ist natürlich immer besonders schön, weil man viel sieht und der Rotor nicht alles verdeckt. Und das Werk ist auch noch ein bisschen dekoriert, sodass es optisch wirklich etwas hermacht. Und jetzt schauen wir uns die Laco Cuxhaven einmal bei Nacht an. Zuerst mache ich die eine Lampe aus, dann geht das zweite Videolicht aus und so sieht die Laco Cuxhaven bei Nacht aus. Lassen wir die Uhr ein bisschen bewegen und sehen, dass sie ein wunderschönes Nachtbild hat. Wirklich gut ablesbar aus jedem Winkel. Die Zeiger sind hell, die Stundenindizes sowie die Indexbeschriftung mit den arabischen Ziffern, alles sehr gut ablesbar und selbst für meine nachlassenden Augen wirklich kein Problem. Die Laco Cuxhaven kostet im Juli 2020 980 Euro, ebenso wie die Bremerhaven, die im Prinzip die gleiche Uhr mit schwarzem Ziffernblatt ist. Es gibt in diesem Stil noch andere Varianten, die sich preismäßig zwischen 370 und 420 Euro bewegen, mit leuchtenden Ziffernblättern, die aber dann eine andere Qualitätsstufe und ein anderes Werk verbaut haben. Ja, das war die Cuxhaven von Laco. Eine tolle Uhr, mir hat sie gefallen. Ich hoffe, euch auch. Falls ja, abonniert gerne, empfehlt mich weiter und freut euch auf die nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.